Wir sind mittendrin in den wichtigsten Kämpfen unserer noch jungen Trainerkarriere und zwar bei den Top 4 und da geht's gerade richtig ab. So, ein Top 4 Mitglied fehlt noch, die anderen drei haben wir besiegt und das sieht noch irgendwie Geist aus, keine Ahnung, oder was soll das sonst sein, bitte Violett? Gift hatten wir ja schon, okay. Ja, es wird wahrscheinlich Geist sein. Ja, was habe ich dagegen? Das ist jetzt blöd. Also Psycho, ja, Spukball selbst, ist wieder Psyana, das gibt's doch gar nicht. Die ganzen Top 4 bisher ist Psyana wirklich einer der wichtigsten gewesen neben Ampharos. Ja, ich spreche ihn einfach mal an. Ich bin Melanie von den Top 4 und du musst wissen, du musst Nemado sein. Du machst einen aufgeweckten Eindruck. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr schmutziger und ungeschönter Kampfstil hat es mir einfach angetan. Sie sind nicht schrecklich schön, ob du wohl mit mir mithalten kannst. Gib dir ordentlich Mühe. Ich will einen unterhaltsamen Kampf sehen. Also, auf geht's. Okay, nicht ganz Geist. Unlicht setzt dir ein. Das heißt, wir könnten sogar nach Tara jetzt sehen. Nee, ich habe mir das nicht vorher angeguckt. Das ist nicht geskriptet. War gerade jetzt reine Vermutung. Okay, ich muss ja sowieso weg von dem. Also ich muss schauen, dass ich Scaraborn irgendwie reinbekomme. Deswegen, ich beschäftige die erstmal ein bisschen mit starken Attacken. Ja? Finte? Gut, ich muss mich jetzt einmal aufladen. Ja. Gut, das Nachtara hat sich dann schon mal erledigt. Ja, was habe ich gegen Unlicht? Ja, Scaraborn eben und ganz wichtig auch, Ampharos. Denn der kann Ampelleuchte und Käfer müsste auch gegen Unlicht ganz gut sein. So, das erste hat sich erledigt. Das heißt, Zornub hat auch sein Level 42 endlich mal, ist eh nicht schlecht. Flammenwurf! Der kommt gerade gut. Wartet. Flammensturm 80 bei Spezial. Flammenwurf 95. Ja, gut, passt. Dann brauchen wir gar nicht diskutieren. Flammenwurf. Deutlich stärker. Da gibt's keine Diskussion. Da gibt's nur das. Gengar. Das ist jetzt scheiße. Bei Gengar hat, den habe ich jetzt nicht am Schirm gehabt. Müsste aber, glaube ich, auch Käfer ganz gut sein. Das, ja, muss ich mit Ampharos. Gar keine andere Wahl. Gift hätte er noch als Typen, deswegen. Gegen Gift hätte ich noch Psycho. Aber das wird der Geisttyp aushebeln. Und Gengar darf sogar als erstes. Ha! Noob! Hä? Ach, wegen dem Gifttypen oder was? Doch, leck mich. Das Ding wird jetzt Probleme machen. Oh, Paralyse, Gott sei Dank. Stimmt, Paralyse senkt seine Initiative auch stark. Aber er hält Stand. Kacke. Das heißt, er heilt sich nämlich jetzt. Ja, da müssen wir natürlich auch wieder mitziehen. Also Ampharos wird es ganz knapp überleben. Ja. Aber seine Spezialverteidigung sinkt. Ja gut, wie gesagt, es wird wieder ein zeitgleich Heal werden. Er wird sich heilen mit Top-Genesung. Ich werde mich auch heilen. Das ist jetzt ein ausgeglichener Kampf. Ja, natürlich Top-Genesung, dass ja die Paralyse weg ist. Das war, glaube ich, am Anfang vom Projekt. Der hat ja irgendeinen Arena-Leiter, ich glaube, der zweite war es. Direkt Top-Genesung gezogen. War auch lustig. Komm, kannst du bitte nochmal paralysiert werden? Was ist ein Volltreffer? Scheiße. Trotzdem kurz heilen. Ist noch nicht vorbei, der Kampf, logischerweise. Das heißt, er hat wieder die gleichen Probleme wie davor.
Mann, der regt mich mit dem Fokusstoß gerade auf. Wieso zieht das jetzt auf einmal so viel? Ach so, meine Spezialverteidigung ist ja gesenkt worden. Jetzt macht's Sinn. Okay, dann gehe ich jetzt mit Psyana rein. Ich gehe davon aus, ich werde nochmal Funkelstoß einsetzen. Tut auch. Das juckt Psyana, glaube ich, relativ wenig. So ist es auch. So, und ich komme jetzt mit Spukball. Weil schneller bin ich eindeutig. Adios. Gut, das heißt, wir haben, glaube ich, ihr stärkstes... LOL. Och, nee, nicht schon wieder sowas. Ja, wie gesagt, Unlicht, Kampf. Ja, jetzt muss... Scaraborn ist halt blöd, weil der hat Flugattacken, ja. Gut, dann probier es mit Garados und komm mit Eis. Machen wir's so. Das ist jetzt gerade ein bisschen ein taktisches Hin- und Her-Gespiele. Ja, dafür ist es halt nicht stark, was die macht. Das ist das Gute. Pflücker. Nein, das heißt, der klaut mir jetzt die Beere. Das ist scheiße, wisst ihr warum? Ich habe die Kerzalbeere gehabt. Das heißt, die macht, also die verhindert die Stärke von sehr effektiven... Okay, es ist egal. Weil das wäre jetzt Glück gewesen. Das heißt, ich hätte jetzt Elektro nicht einsetzen können, weil die Beere hätte das verhindert. Dafür hat er die ja, dass er die Elektroattacken übersteht. Der Junge. Hundemon kommt noch. Feuer und Licht. Warte mal. Feuer hat was, das Ding? Ne, macht keinen Sinn. Ich hab die gerade irgendwie gehofft. Muss ich hier bei Garados bleiben. Weil der Feuertyp wird wahrscheinlich Scaraborn rausnehmen. Tränkeschmied. Was war denn das nochmal? Ah, stimmt, der steigert seinen Angriff ordentlich. Das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich gerade einen mega krassen Flammenwurf vorbereiten. Gut, eine Beere hat er auch. Okay, ich würde sagen, wir hauen dem mal ein bisschen Nachwirkungen rein. Finster, scheiße. Finster, tut weh. LOL! Das Hundemann wird ein Problem werden. Was mache ich da jetzt? Scheiße. Gut, eine Idee hätte ich noch, aber ich weiß nicht, ob es die bringt. Kommt drauf an, ob ich schneller bin. Bin ich. Erdbeben. Verpiss dich. Nein, er hält stand! Ah! Gute Frage ist, kann er sich heilen? Ja oder nein? Gut, jetzt oder nie, hätte ich gesagt. Statusmittel, wo haben wir es? Top-Beleber. Auf Tornupto, ich brauche den wieder. Dafür wird Ampharos wahrscheinlich draufgehen. Je nachdem, was er jetzt einsetzt. Okay, er setzt kein Ding mehr ein, kein Highlighter mehr. Das heißt, jetzt ist es vorbei. Aber das Hundemon, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Vor allem mit dieser scheiß Ränkenschmiede. Aber da ich weiß, dass ich als erstes dran darf oder Tornupto einfach schneller ist. Ist der Kampf jetzt vorbei. Okay Leute, es wird doch kritischer. Also ich bin gespannt, wie es dann beim Champ wird. Ja, beim Champ habe ich eine ganz klare Taktik vor Augen. Also die hat er noch eins, stimmt ja, das ist ja noch gar nicht vorbei. Giflor, Gift und Pflanze. Ja, bleibe ich auch kurz bei Tornupto. Den kriegt er noch. Dann lassen wir es nochmal mit einem schönen Knall beenden, ne? Nämlich eine Lohe-Kanonade.
Gut, also, ich werde jetzt erst natürlich heilen, dann werde ich die Loe-Kanonade auffrischen. Mit den AP. Das ist eine wichtige Attacke, die noch wichtig werden könnte. Und ich werde ein paar Sonderbonbons noch einsetzen. Ja, natürlich die Beere ersetzen von Ding. Oder ob ein Pokémon schwach ist. Die halbe Welt meint, diese Frage einfach zu beantworten zu können. Aber einen wirklich starken Trainer erkennt man daran, dass er mit reiner Willenskraft jedes Pokémon seiner Wahl zum Sieg führen kann. Du gefällst mir, du hast etwas ganz Essentielles verstanden. Schreite nun bitte weiter, der Champ wartet auf dich. Ja gut, so einfach ist es wahrscheinlich nicht, weil logischerweise werde ich mit einem Sonnenkern nicht irgendwo auftauchen in dem Champ-Kampf. Das wäre schon ein bisschen sehr krass. Ja, ich werde das jetzt machen. Also ich werde 2 Sonderbonbons an Gyarados geben oder 3 vielleicht sogar. Ja, ich glaube 2 reichen. Dann Scaraborn. Dann soll ich Scaraborn auch noch eins geben? Ich habe den bisher noch gar nicht eingesetzt, glaube ich, in den Top 4 Kämpfen. Ich glaube, das ist der einzige jetzt ohne Einsatz bisher. So, dann Supertrank habe ich, glaube ich, sicher auch noch. Ja, habe ich. Passt, ist der auch wieder voll. Gut, dann. Wo haben wir die Dinger? Vor allem, welches war es überhaupt? KB Plus nicht. Top Elixier. Füllt alle AP. Nee, das will ich nicht. Warte, füllt. Also war es doch das normale Elixier. Habe ich das überhaupt irgendwo? Scheiße, das ist eine gute Frage. Hier, Ether. In einer Attacke füllt es das vollständig auf. Gut, dann machen wir das bei Loe-Kanonade. Irgendeine war aber auch noch geschwächt. Das war, glaube ich, Ding von Ampharos. Der Ladungsschuss, stimmt, der war auch noch geschwächt. So, Sonderbobo, her mit dir. Also, Gyarados, Level 43, GZ. Gyarados, Level 44, GZ. Drachentanz. Was ist denn das schon wieder? Mystischer Tanz, der in Angriff und jetzt. Ja, gut, nee. Das brauchen wir nicht. Also, das hilft uns jetzt wirklich gar nicht. Vor allem, da müsste ich die Eisattacke verlernen und die brauche ich jetzt ganz dringend. So, irgendwer noch Sonderbonbon? So, Nupto wird, glaube ich, wahrscheinlich das Level so kriegen. Ich mache bei Scaraborn noch ganz kurz. Gegenschlag. Okay. Was war Gegenschlag nicht eine Unlichtattacke? Ne, eine Kampfattacke. Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. Gut, das wäre eigentlich ganz cool, aber ich glaube nicht, dass es mir das jetzt wirklich bringt. Vor allem so stark schätze ich mich jetzt auch nicht ein. Na gut. Dann speichere ich gleich nochmal. Und dann geht's ab in den Kampf. Ja, ich weiß, also ich hätte das jetzt überspringen können natürlich, aber ich will ja schon, dass ihr auch seht, was ich mache. Eine Sache habe ich noch vergessen, by the way. Muss ich kurz noch nachholen. Wartet. Vielfachschwäche wird regeln. Aber eine Sache wird nicht regeln und das sind die Elektroattacken, die jetzt dann ein gewisses Pokémon... ich hab's einsetzen gedrückt. Geben. So. Also alles oder nichts. Wir sehen ihn sogar noch gar nicht. Aber ich rüste schon mal mein Pokémon aus. Gyarados, du wirst jetzt wichtig für mich. Hier ist er. Siegfried, ich hab dich erwartet. Nemado, ich wusste, dass dich deine Fähigkeiten eines Tages hier zu mir führen würden. Ich hab dir nichts zu sagen. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Also, den wir zuletzt als Verbündeten noch hatten gegen Team Rocket, der ist der Champ der Pokémon-Liga und der kämpft natürlich mit ganz starken Dingern. Und der fängt einfach mit Gyarados an. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt blöd gerade. Das muss ich schon sagen. Was wird denn der jetzt drauf haben, Groß? Also ich muss jetzt sowieso sofort wechseln. Ampharos, let's go.
Ich hatte jetzt fest mit einem Drachen-Pokémon als erstes gerechnet, aber nee. Drachenpuls. Oh, der zieht gar nichts ab. Krass. Kaskade wird ja schon ein bisschen mehr anrichten, ne? Ich dachte jetzt schon, Drachenpuls, schlechte Vorzeichen, aber nee. Ampharos, du Legende. Du vernascht ihn ja gerade. So, und die Vierfachschwäche wird das erstmal regeln. Das heißt, das erste hat er schon verloren. Was? Anzeige ist raus, Junge. Das setze ich jetzt erstmal kurz mal eine normale Kopfnuss ein, dass ich ihn schwäche. Und die nächste Elektroattacke macht das dann hoffentlich jetzt vernünftiger. Was war das denn jetzt? Der hat das einfach überstanden, ne? Unglaublich. Unglaublich. Dass mich ein Gyarados noch so mal überraschen kann. Also, ich nehme jetzt nicht an, dass er eine Quetzalbeere hatte. Der hat das wirklich einfach mit seiner puren Stärke überstanden. Der Typ. So. Was ist das nächste? Dragoran. So, dann kommen wir jetzt nämlich in die Situation, die ich befürchtet hatte. Genau dafür hatte ich die Eisattacke geplant. Und jetzt zählt die Frage, wie stark ist es und wer darf als erstes? Wahrscheinlich er. Level 50, er darf safe als erstes. Das große Problem ist, Dragoran kann nämlich Elektroattacken und genau deswegen, also Donner vor allem, und genau deswegen habe ich die Quetzalbeere. Er setzt aber auf Wutanfall. Bitte Gyarados, ja! Da geht er sicher drauf, denn jetzt ist das Coole. Erstens mal Eis Vierfachschwäche und zweitens doppelter Schaden gerade. Aerodactyl kommt als nächstes. Gestein, das ist aber, das sind nicht mal Drache, Gestein und Flug. Was mache ich da? Das ist gerade eine blöde Entscheidung. Also Ampharos wird es natürlich bringen, aber der wird da geschwächt reingehen. Okay, gut. Ja, der kann aber Gesteinsattacken sicher. Mann, das ist gerade eine schwierige Entscheidung. Psyano muss hier halten. Ich weiß nicht, ob ich die anderen noch brauche. Okay, Psyano wird jetzt erstmal der Heilsklave sein. Also ich werde jetzt die anderen erstmal hochheilen. Das ist das Erste, was ich hier mache. Das wird einer der schwierigsten Kämpfe, nämlich jetzt werden. Das wird nicht so einfach wie die anderen. Der kommt mit Knirscher. Scheiße. Psyana ist raus, safe. Ja. Der weiß schon, was er tut. Oh, was machen wir denn am besten dann? Giftzahn bringt nichts. Ich kann es probieren, dass ich hier mit einer verdammt, der darf wieder als erstes! Ja, nächster Ton, oder? Nee, er hat's ja verstanden! X-Bad-Legende! Das heißt, wir können uns nämlich ein bisschen jetzt vielleicht nochmal die anderen. Also das ist wirklich, ich habe damit gerechnet, dass das ein Solo-Ding wird für Ampharos, genauso wie für Gyarados. Dass die beiden das die wichtigen sind hier jetzt. Verdammt. Donnerzahn ist jetzt nicht gerade wirklich sehr cool, wenn er das kann. Das heißt, ich muss jetzt mit viel Scheiße rechnen. Könnte das echt noch schief gehen? Der haut mir gerade richtig aufs Maul. Nein! Jetzt schrecke ich auch noch zurück!
Fuck, das geht gerade ganz böse ins Auge. Okay, das Aerodactyl, da muss ich leider improvisieren. Ich muss schauen, dass ich es irgendwie mit Heiltränken regle. Nein, das gibt's doch nicht! Mein Plan war so gut! Er trifft nicht. Oh, nee, ich wär ab, okay. Habe ich schon mal gesagt, Ampharos Legende? Wenn nicht, dann jetzt nochmal. Nicht wirklich jetzt ein Volltreffer! Kacke! Mann! Das hat jetzt ein bisschen wehgetan. Au! Da musste kurz mal raus. Natürlich Donnerzahn. Aber jetzt kommt der Elektroeffekt. Also die Kasalbeere wird das. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das ist ja richtig krass. So, das nimmt ihn jetzt aber raus. Das gibt es nicht, was ist das für einer? Der raucht? Der raucht? Nichts mehr. Scaraborn, der hält das vielleicht noch stand. Was ist das bitte? Das ist Aerodactyl, das raucht doch. Der kann ja hier raus. Oh mein Gott. So falsch kann man liegen. Ja, der Züt. Der Züt. Kann vergessen. Kann nach Hause gehen. Da fiel das erste Steinhagel. Oh mein Gott. Der Starter hält mich drin. Ja klar, jetzt kommt der Volltreffer. Ey, wie kann das sein, dieses Aerodactyl? Also die Attacken von dem werde ich mir ganz genau merken. Ja, juckt eh nicht. Dragoran kommt als nächstes. Level 49, gut, das macht sich besser. Der hätte angreifen dürfen. Oh, das wäre jetzt fast das Down gewesen. Er hat gerade den Angriff nämlich gemacht, der hat angreifen einfach dürfen, oh mein Gott. Nächster Top-Beleber. Schaut euch das an, er kann wirklich Donner. Das gibt es doch einfach nicht. Ich werde auf alle Fälle jetzt Game Over gehen. Das wird eine Niederlage. Ja. Game Over. Game Over, Leute. War nett, aber ich hätte nicht erwartet, was der Siegfried da mit mir macht. GG. Ich möchte an der Stelle erwähnen, es war nicht das Dragoran, was mich verarscht hat. Es war nicht das Dragoran. Es war einfach das Aerodactyl. Das hat mich komplett rausgenommen. Das kann Knirscher, das kann Donnerzahn, das kann Steinhagel. Was ist das? Keine Chance? Ja, Leute, dann werden wir doch jetzt einen kleinen Rachefeldzug starten. Also, ihr werdet im nächsten Part ein starkes Team erleben. Also, bis dahin, ciao, ciao.